Achselhaare, Alter. Das heißt, du stehst da und stirbst einfach, ja? Weil, was soll denn das jetzt hier? Du stehst da und stirbst, weil er dich so anstinkt, weil er stinkt dich so an. Junge, du kannst einfach nicht mehr atmen, der ganze Stand war in einer Wolke. Nur weil er seine Arme gehoben hat. Konnte er wenigstens Schlagzeug spielen? Nein. So sah's aus. Aber Hauptsache die Fresse verzerren wie so ein Kracker. Und die Eltern total Fan davon. Also richtig. Vor allem, die kommen auch nicht normal zu so einer Musikkasse. So, weißt du, so Pulli, Hose, nein. Beflecktes Unterhemd und ekelhafte Lederweste. Nein, also man muss nicht gesittet dahin kommen. Und dann gibt's doch die anderen. Das sind meistens relativ kleine Leute aus anderen Ländern. Die dich auch gerne mal einfach übersehen mit 1,80. Ja, dann ist einer, ein Asiate, konnte kein Englisch, konnte kein Deutsch, ist gegen mich gerannt mit so einem riesen Trolley. Aber nicht von einem von den Ständen da, sondern von sich zu Hause. Und der ist übergequillt mit diesen For-Free-Sachen von irgendwelchen Ständen. Der ist gegen mich gerannt. Später habe ich den wieder gesehen, als ich nach Hause bin. Der hatte 5 von diesen anderen Waren, von diesen Ständen und alles, die waren auch schon fast voll. Der hat alles mitgenommen. Schüch, ich dachte, was macht der mit dem Zeug? Hängt er sich jetzt auf? Verkauft er das? Was auch immer. Und vor allem, wie kommt der nach Hause? Wenn er in die Bahn kommt, der blockiert so ein Sitzabteil. Schüch. Das zur diesjährigen Musikmesse. Vor allem, wenn du was testen willst, du hörst dich selbst nicht. Ja, du stehst dann da, willst du im Becken, mal schauen, du hörst es nicht. Weil neben dir einer komplett ausrastet und auf dem Crashbecken einsteigt und sein Freund hat, guck mal, wie das klingt. Es reicht, wenn du es ihm einmal zeigst. Ja, es reicht, wenn du es ihm... Aber nein, hau weiter drauf. Und das Ding ist halt auch, du weißt ja, wie die hängen, ne? Die hängen so ziemlich dicht, so dass du maximal so... Das heißt, er haut da voll drauf und erwischt doch 5 andere. Klingt cool. Hat er nur einen Zaun. Hat wie ein Behinderter. Wie ein Behinderter. Alter, vor allem die Leute sagen auch nichts mehr. Dann sind wir noch zur DJ-Halle, weil ich mix ja auch so ein bisschen nebenbei. Und dann wollte ich zu Pioneer. Massenandrang. Und dann wollte ich deren Flaggschiff-Mixer mal einfach ausprobieren, so, weil die haben gesagt, ich habe den Sound überarbeitet und so ein Scheiß. Ja, dann stehst du da halt eine halbe Stunde, bis du an diesen Mixer darfst. Und nebendran war ein Stand, die haben so ein programmierbares Pad gemacht. Da hat einer was eingespielt. So aus wie so ein Lappen. Ne? So ein richtiger No-Hand, so ein Volltrottel, wo der Vater gesagt hat, ja, heute darfst du mal mit. So, dann war das wieder gerade, auch war es gut und es war einfach nur. Dazu muss man jetzt das programmieren, das kann keiner jetzt einfach so aufnehmen oder so. Ja, das muss man natürlich eingeben in den PC, damit du den Drummer ansetzt. Ja, und es war. Das für eine halbe, das hältst du einfach nicht aus, du kommst nicht mehr klar. Nee, es geht einfach nicht. Vor allem, der saß dann da. Hatte so Mini-Schlagzeug, hat dann so Besen gehabt und saß die ganze Zeit da. Die Leute so angeguckt. Dann immer so rüber geschaut. Und hat es dann halt die ganze halbe Stunde durchgezogen, neben der Time von dem Ding. Und seine Zeit hat sich auch immer wieder verändert. So, dann hatten die da noch so Teile, die man programmieren kann, die dann so auf die Trommeln hauen. Das hat er das mal vorgemacht. Die waren dann auch komplett neben dem Beat, aber er weiter. Und dann ging das los. So für 10 Minuten. Das heißt, der stand daneben, neben der Scheiße. Also neben Pioneer. Diese Dreckskacke. Denkst du, die haben die Scheiße auch mal leise gemacht? Nein. Ich hatte von Pioneer Kopfhörer auf. Die machen normalerweise ratzedicht. Weil du darfst ja bei diesen ganzen Open-Air-Festivals, da dreht die ja die Anlage volles drauf, damit der hinterste auch noch was hört. Ja? Das heißt, vorne Hörsturz und hinten hast du es immer noch relativ laut. Ich habe die Scheiße durch den Dreckskopfhörer gehört. Durch den Kopfhörer. Ich konnte nicht mal den Mixer richtig testen, weil ich die Scheiße gehört habe.
Weil du willst ja dann hören, so hat er den Sound überarbeitet, wenn ich den Bassweg nehme, wird es jetzt insgesamt leiser oder halt nicht? Konnte ich nicht feststellen. Ich wollte nur das wissen, ja? Weil das wurde überarbeitet. Alter, ich wäre beinahe zu dem rübergegangen und hätte ihn so tot geprügelt, Alter. Ja? Und dann bin ich weiter, wollte mir den Stand weiter angucken. Da war ich so auf der rechten Seite von dem Stand. Und neben dran war Denon. Die stellen dasselbe her. Auch DJ. Nur das Pioneer, so eine normale Größe hat, weißt du, wo du so richtig an Schaltern drehen kannst und sowas und hoch und runter bewegen, so über 3 cm, das reicht. Ja? Das ist auch gut. Denon stellt das Ganze her auf so einem Raum. Und es verkauft sich. Kein Mensch kauft sich live so ein Mischpult. Kein Mensch wird gesponsert von Denon. Jeder holt Pioneer. Jedenfalls standen die daneben. Und die hatten jede 10 Minuten hatten die ein Live-Event mit immer demselben Kerl, der immer dieselbe Scheiße gespielt hat. Und immer war es Kacke, weil du auf so einem kleinen Ding nicht so mixen kannst, ja, dass du es so genau korrigieren kannst, weil das Jogwheel so klein ist, dass du entweder volles Rohr vor die Time rutscht oder volles Rohr hinter die Time. Du hast keine Wahl. Ja. Jedenfalls hat er dann jedes Mal dieselben Fehler gemacht, immer reingeschissen und dann hat er mit seinem Mikro noch immer übersteuert. So, dann hatte das Ding Popschutz, aber trotzdem war es. Ja? Du hast richtig gemerkt, wie der dieses Gerät vor ihm angerotzt hat. So, dann haben die Scheiße noch volles Rohr aufgedreht. Weißt du? Als ob du auf 1 Meter Entfernung nicht mitkriegst, was der Volltrottel da sagt, ne? Nee, du musst angeschrien werden. Dazu dann noch die Scheiße von dem anderen Stand. Alter, das ist Kopf wie mal 3. Weißt du, du kommst da rein, bist schon so leicht angeschlagen von den anderen Hallen, ne? Kommst du da rein und kriegst voll die Klatsche. Und das Witzige war, die waren ganz vorne in der Halle. Das waren die meisten Krach gemacht haben. Von allen. Und direkt am Eingang der Halle war ein Massagestand. Das heißt, der Typ hat alle 10 Minuten volles Rohr losgemacht, Party gemacht. Und dann saßen da die Leute auf diesen Klappstühlen, auf diesen Campingstühlen, die so leicht instabil wirken. Und dann standen da so 10 Masseusinnen. Enge Sachen, ein Ranzen, leicht fett und immer so eine Leggings an, so dass das Fett so richtig so ein bisschen drüber gestanden, damit man es sieht, weißt du? Unten Presswurst und oben wünschte Presswurst, aber hat nicht ganz geklappt. So, dann standen die da. Dann saßen dann die ganzen Leute, da war so ein übelhaariger Typ, gell? Übel geschwitzt, lange Haare, so richtig schöne Nackenhaare. Du hast da. Der hat da volles Roboter gemacht, das hat dir nicht interessiert. Junge, und die Tusse. Auf dem. Junge, beinahe ist das Wasser hochgesprungen von seinen Schultern. Ja, das ist beinahe so. Der war wie so ein Springbrunnen. Der saß da einfach nur. Alter. Da dachte ich, yo, du kannst danach erstmal safe Hände waschen, desinfizieren, abschneiden, verbrennen. Weiß ich was, mit so einem Bunsenbrenner die Hand abbrennen, so. Weißt du, so über 60 Grad, mal schön die Keime. Alter, lecker. Das Beste war, es war immer voll. Und es hat da keinen gejuckt. Es hat keinen gejuckt, dass der Typ da falsch Party gemacht hat. Und dann, Junge, das Beste ist, diese Leute, kennst du diese Leute, die dir Tüten geben? Session Music hat mich so abgefuckt. Die waren in jeder Halle und immer kam ein penetranter junger Typ zu dir. Selbst wenn du schon, ich war mit zwei anderen da, mit einem Vater von einem Kumpel und mit einem Kumpel. Und die hatten schon so eine Tüte. Dixit, den hat's gejuckt. Der kommt her. Wollen sie nicht eine Tüte haben? Der hält die Tüte hoch. Ja, aber noch eine ist ja besser. Zwei sind ja besser als eine. Was war da drin? Nichts. Doch, ein Flyer von Session Music. Das heißt, du hast eigentlich ein Stück Papier und so eine. Vor allem, es war nicht mal eine useful Tüte. Es war nicht so ein Riesending, sondern es war wie so eine Handtasche. Und ich habe zwei Frauen gesehen, die waren wohl auch so diese Sammlerinnen, weißt du? Die sind dann da rum. Oh, gibt's was? Und dann kam dieser Session-Typ zu denen. Wollen sie vielleicht eine Tüte? Ja, nee, wir nehmen gleich zwei für jeden. Und dann, Alter, die hatten ja schon 5 Tüten von jedem Stand, ne? Und dann sind die da durch, gell? Und die konnten gar nicht mehr diese Frauenhaltung machen, weißt du, diese Arme angelegt so. Nein, 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 die mussten so laufen. Und das Ding ist halt auch, die Gänge sind jetzt ja nicht so breit.
Das heißt, die Schabracken mit diesen Dingern, ja, die laufen dann natürlich nebeneinander, weil man muss ja reden, ja. Man muss. Hast du gesehen? Nee, hast du nicht, dann kommst du. Und dann denkst du so, du kommst von vorne, ja, die werden jetzt schon merken, dass ich da bin, vielleicht drehen die ja. Ja, sich so seitlich. Nee. Am Ende, ich bin einfach nur aus Spaß den hinterher und habe immer so überlegt, wo könnten sie jetzt lang gehen. Das war auch in dieser DJ-Halle. Und während der Kumpel mit einem Typen von irgendeinem Synthesizer-Stand gebrochen hat, über ein Ding, was 27.000 Euro kostet, ja, weil der spielt so Synthesizer-Music, macht er und so, und da bist du da lang und ich bin die ganze Zeit einfach nur aus Spaß immer zwischen den durch. Weil es war wie, als würdest du durch so ein Tor gehen. Ja. Mein Kumpel lacht mich so übel aus. Und er denkt sich halt so, was macht der Junge da? Aber das hat übel Spaß gemacht. Weil das einfach so, diese Tüten, das war wie ohne Mist. Ich mag diese Vorhänge auch mit diesen Gittern immer im Sommer. Ich gehe da mal gerne durch. Weil das kann man dann so, da bin ich mal durch. Und das Lustige war, gut, die konnten jetzt solche, aber es wäre lustiger, wenn die kein Deutsch konnten. Weil dann fragst du dich dann immer, was macht der Trottel denn da, ja? Und die dachten dann so, die haben mich dann schon immer so gesehen. Mit ihren Tüten und dachten dann, jedenfalls sind die dann irgendwann raus und wir waren aber immer noch da. Bei diesem Synthesizer-Stand. Und dann, also der Typ hat dann irgendwie einen gekannt, der Vater von meinem Freund, irgendwie auch so ein Synthesizer-Typ. Der hat mal bei der Bank gearbeitet und dann hat er sein Kapital da reingesteckt. Jedenfalls kennt er den Besitzer von dem Ding. Und wir haben dann for free diese schwulen Jute-Beutel bekommen, die die Hipster immer haben. Mit so Synthesizern drauf. Das wusste ich aber davor gar nicht. Jedenfalls gibt er mir die Tüte. Ich wollte eigentlich sagen, nein, danke, war aber schon zu spät. Schon die Tüte genommen. Scheiße. Jedenfalls gucke ich das Ding dann an. Und jeder Außenstehende denkt nicht, dass das Synthesizer sind. Jeder Außenstehende denkt, dass da irgendeiner draufgepinkelt hat. Jedenfalls läuft meine Mutter jetzt mit einer Tüte rum, wo jeder normale Mensch denkt, da hat jemand draufgepinkelt. Und jeder Musiker, ja, Alter. Ja, guck, und dann, das Beste ist, da gibt's keine normalen Menschen. Alter. Entweder sind diese verschwitzten, ekelhaften Rocker, die dann in der Yamaha-Halle stehen, weil die Klavieren sich umsehen und denken, was denn das? Ja, oder es gibt die Hippies. Kennst du die Hippies? So Blumen-Batik-Shit, lange Haare, total alte Brille. Weißt du, so Vintage. Das ist ja bei denen innen, so Vintage und Bio. Und dann sind die dahin. Und ich stand bei so einem Stand, wo es so Gitarren gab, ja, so richtig crazy Gitarren, so mit so Totenköpfen drauf. Und dann wollten die sich so ein Plektron kaufen. Aber das ging nicht, weil es war nicht Bio. Ist das auch natürlich hergestellt? Nee, also das ist ganz normales Plastik. Ja, dann kann ich das leider nicht nehmen. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Was spielt die Gitarre mit Kork? Mit Kork? Das biegt sich doch. Ja, was macht die? Nehmen die so ein Holz? Die Junge, greift doch einfach ins Beet, das Rindenmulch, Alter, geht doch auch. Ja? Alter, du denkst dir einfach nur, was ist denn mit den Leuten los? Und dann wollten wir jetzt noch zum Abschluss Dead Daisies ansehen. Das waren so Leute von den Rolling Stones und so ein Typ, so ein abgehalfteter Typ, so dünne Beine, Alkoholiker. Merkst, der hat schon ein paar Johnnies hinter sich. Ne? Und dann kommen die auf die Bühne. Und du denkst dir erst so, ja, die machen jetzt ein bisschen Show. Dann kam der Sänger. Kennst du Fluch der Karibik? Schon mal gesehen? Captain Jack Sparrow. Mhm. Höchstpersönlich auf der Bühne. Nur in Schwul, mit so einem Schal, Seidenschal. Und dann, du hast deine Fresse nicht gesehen. Überall Haare und Bart und sowas. Und dann kam er da so hin und dann hat er halt so angefangen zu singen. Also es war eigentlich kein Singen. Es war mehr... Hört sich einfach angehört wie so ein Riesenrülpser oder sowas. Ja, und die Leute neben mir, also die ziehen sich auch nicht so farbig an, so grau geht bei denen gar nicht, alles immer nur in schwarz. Und dann rastet der neben mir auf einmal aus und lässt seine Bierflasche fallen. Und ich dachte jetzt, nee, oder jetzt bitte nicht auf dem Schuh. Ich hatte Schwein. Der Typ vor mir, der hatte das ganze Bier an seiner schwarzen Lederhose. Der dreht sich so um. Was war denn das? Dann sagt er, hab eine Bierflasche auch noch den Fall lassen. Und du kannst ja nicht normal unterhalten, weil dieses Ding ja so laut ist. Und dann, ach ja, das ist mir auch schon mal passiert. Und dann haben die angefangen, sich da neben mir anzuschreien. Eigentlich wollte ich mir das Lied dann, also diesen Schrei.
Weil das ist ja schon sehr beeindruckend, wenn da einer eine Minute lang durchgeht, diesen Schrei machen kann. Dann denkst du dir, yo, Alter, was geht mit dem ab? Der muss ja eine Lunge haben wie ein Pferd. Aber dann haben die sich neben mir angeschrien, die waren ja lauter wie die Scheiße. Das heißt, dort ist dann hier, hatte ich dann 10% weniger Sound als hier auf dem Ohr, weil hier sich zwar angeschrien haben. Das heißt, und dann ging das richtig ab. Ja, der Bassist, der war auch komplett Hacke oder stoned oder sowas. Der ist vorne an diese Verstärker gegangen und hat sein Ohr da dran gehalten. Der hat sein Ohr an diese Verstärker dran gehalten. Einfach so. Und ich dachte so, Digga, bist du behindert? Du brauchst das doch, wenn du Bass spielen willst. Ja? Und die sind dann komplett ausgerastet. Und der Schlagzeuger hinten, Junge, der hat auf diese Dinger gehauen. Das meinte ich, die fliegt gleich was entgegen. Die schmeißt ein Becken nach dir oder sowas. Und die Leute, die finden es geil, wenn die irgendwas von denen fangen dürfen. Der Typ hat am Ende seinen Seidenschal geworfen. Da war so ein Monster, so ein richtig fettes. So ein richtig, richtig fettes, ekelhaftes. Ich hab erst gedacht, das wäre ein Mann. Und dann, vor allem, wenn es gekrischt hat, war genauso. Ja, und dann hat es nach diesem Schall, aber es hat eine andere, so eine kleine Fette. Und dann haben die sich um diesen Schall gestritten. Junge, was war's wieder vorne, der Punk abging? Ja? Diese Leute vom Messegelände, die denken wahrscheinlich, sie werden jetzt beim Rock am Ring und weiß ich was, John Lennon hätte seinen Schal geworfen oder sowas. Und dann sind die da alle ausgerastet, weil der seinen Schal geworfen hat oder ein Handtuch oder so. Und schon als dieser Bassist oder dieser Gitarrist zur Probe auf die Bühne kam, die Verstärker, der hat dieses Kabel nicht drin. Man hat es nicht gehört. Und dann läuft der dann davor schon Musik ziemlich laut, damit die Leute komplett bescheuert werden, wenn die auf die Bühne kommen. Und dann steht der da so. Ist der Einzige wahrscheinlich, der das so minimal hört. Und die Leute vorne gehen trotzdem schon ab, obwohl der noch gar nichts macht. Der macht noch gar nichts. Und das Kranke war, da sind jetzt nicht so viele Leute gekommen. Und die haben es auch nur für eine halbe Stunde da die Sau rausgelassen. Aber da standen schon Leute eine halbe Stunde vorher, ganz vorne, um den Platz zu haben. Da war noch niemand da. Da war noch niemand da. Ich finde, bei der Musikmesse sollte man ein Alkoholverbot. Ich finde das gut, weil erstens lässt er da nicht das Bier fallen, dann schreien die beiden sich nicht an. Dann kriegt die betrunkene Tusse da vorne, die ist manchmal nicht in den Raster, weil eine andere Fette die Scheiße fängt. Und der Typ auf der Bühne, der rastet noch halb so wenig aus. Weißt du, gesittet Musik machen gibt's nicht mehr. Ja? Und wenn du in die Klassikhalle gehst, ja, diese ganzen, wie heißen sie, vom Orchester, oh, ich will Harfe. Da steht dann so ein Schild, weißt du, 5 Meter weiter ist diese Bühne. 5 Meter weiter ist diese Bühne von dieser Klassikhalle entfernt. Und aber am Anfang von der Halle steht ein Schild. Nicht lauter als 75 Dezibel. Warum? Warum? Stell dir vor, da kommt so ein Rocker rein, nach diesem Konzert. Die Leute rasten da aus. Vor allem diese Klassikhalle, die sagen ja nichts, weißt du, wenn du sich... Guck mal, ich habe mich vor deren Augen über ein Instrument lustig gemacht. Ja? So, Alter, was ist das für eine Geige? Das ist ja so ein Piccolo, ist dafür kein Wort mehr, Alter. Ja? Und der guckt mich so an, so. Und weiß halt gar nicht, was er sagen soll. Ob er jetzt auf ihn zugehen soll und sagen kann, das ist eine Geige aus dem irgendwas Genre, das ist dafür, dass man sehr hohe Töne in einer sehr schnellen. Nein, der ist dann vollkommen aufgeschmissen. Oder wenn du dann hingehst und den fragst. Mein Kumpel ist hingegangen, weil irgendjemand hat so ein Buch entdeckt oder so, von so Klassik-Scheiße. Und dann ist er da hingegangen und hat so gefragt, ja, gibt's das denn nicht auch fürs Keyboard, weil er spielt Keyboard, weil er würde gerne so seine Dings arbeiten. Und das war so ein Buchstand. Und da wartest du ja, die Tusse halt, weißt du, was ist im Repertoire, kommt da noch was im Laufenden? Ja, es ist ja schließlich Messe. Ja, ich weiß das jetzt nicht. Da müsste ich meinen Chef fragen, ja, wann ist denn der Chef da? Ja, der kommt erst, der müsste morgen da sein. Das ist Musikmesse. Da gehst du nicht zweimal hin. Weil zweimal Kopfweh, gleich am dritten Tag tot. Ja? Und das Schlimme ist, selbst in dieser Halle kriegst du keinen... Du kriegst da selbst auch da Kopfschmerzen. Weil jemand sitzt da an seiner Harfe und macht da irgendwas. Und dann kommt so irgendein Typ an, der meint dann so ein Instrument vorführen zu müssen. Dann verspielt. Dann kreischt dieses Instrument ja mit Geige, kennst du ja. Wenn sich verspielt, das klingt wie als hätte einer, keine Ahnung, auf eine Gitarre geschissen oder sowas. Ja? Und dann macht er das und denkst du, der gibt dann so auf, so wenn er
dreimal sich verspielt hat. Nein, der versucht dann immer nur diese Stelle zu üben. Auf der Musikmesse. Wobei da steht nur 75 Dezibel. Da drehst du durch. Weißt du, entweder es sind diese Leute, die dich einfach die ganze Zeit anschreien an ihrem Stand, ja? Oder möchten sie jetzt auch eine Kundenmitgliedschaft haben? Ich wusste gar nicht, was die eine mal von mir wollte. Es war eine asiatische Firma, die hat Gitarren, Bass und Schlagzeug und alles Mögliche verkauft. So Percussions auch. Und sie kommt erst zu mir und fragt mich auf so richtig schlechten Englisch, ob ich irgendwas haben möchte. Mehr habe ich nicht verstanden. Und ich habe gesagt, no. Und dann geht sie zu meinem Kumpel, der aber genauso aus wie ich, der ist auch deutsch, blond und quatscht den auf Japanisch oder sowas an. Warum? Warum? Und mein Freund wusste erst gar nicht, dass sie mit ihm redet. Der hat es nicht gecheckt. Weil der dachte, die redet vielleicht mit jemand hinter ihm.